Dem Konto der Businessfragen OG werden Euro 2500 für die Zinszahlung zweites Quartal eines langfristigen Darlehens angelastet. Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Und auch hier benötigen wir wieder unsere vier Schritte. Schauen wir uns zuerst an, welche Konten benötigen wir. Um was handelt es sich? Hierbei handelt es sich einerseits um Zinszahlungen und andererseits für ein langfristiges Darlehen, und diese Zinsen wurden uns vom Konto angelastet oder abgebucht. Und dementsprechend brauchen wir zwei Konten. Wir brauchen einerseits einmal das Konto Zinsaufwand, weil wir haben ja Zinsen bezahlt, und auf der anderen Seite benötigen wir das Bankkonto. Bankkonto, wenn wir uns wieder die Bilanz vorstellen, so finden wir das Bankkonto in der Bilanz, also auf der Aktivseite einer Bilanz, weshalb hier eben von einem Aktivkonto bzw. von einem aktiven Bestandskonto gesprochen werden kann. Und die Zinsaufwendungen oder die Zinszahlungen finden wir allerdings nirgends in der Bilanz, also weder auf der Aktiva noch auf der Passiva. Und dementsprechend kann es sich nur um ein Ertrags- oder ein Aufwandskonto handeln, wobei hier haben wir ja eine Zahlung, die wir leisten, weshalb es sich um ein Aufwandskonto im Konkreten handelt. Und dann können wir uns auch noch anschauen, wird der Aufwand mehr oder weniger? Der Aufwand, also der Zinsaufwand, wird mehr, weil wir müssen ja mehr Zinsen bezahlen sozusagen. Und die Vermehrung eines Aufwandskontos wird immer im Soll gebucht. Und ergänzend dazu haben wir dann eben auch noch unser Bankkonto. Und nachdem die Bank von unserem Konto 2500 wegnimmt, wird unser Bankguthaben sozusagen eben auch weniger, weshalb wir hier von einer Verminderung sprechen können. Und eine Minderung eines Aktivkontos wird immer im Haben gebucht. Und an dieser Stelle haben wir es auch wieder relativ einfach. Nachdem Zinszahlungen keiner Umsatzsteuer unterliegen, benötigen wir hier auch kein Steuerkonto und müssen auch keine Berechnung durchführen. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz Zinsaufwand an Bank mit jeweils 2500 Euro. Auch hier habe ich Ihnen wieder die T-Konten mitgebracht. Also beim Zinsaufwandskonto finden wir 2500 im Soll und auf dem Bankkonto haben wir eben die 2500 im Haben dargestellt.